Hallo ihr Lieben und einen wunderschönen Dienstagabend. Ja, warum wunderschön? Es bedeutet für mich nur noch 2 Tage arbeiten. Ja, da geht's einem doch gleich viel und überhaupt viel besser. Ja, gut. Wir haben jetzt für die Woche 2 Dinge, die ich ganz gerne umsetzen möchte. Zum einen wäre das, dass wir wollen ja den Handel ein bisschen aufdrehen, also an die anderen Dörfer verkaufen, damit wir da ein bisschen mehr Profit bekommen und ein bisschen mehr Ansehen und ein bisschen mehr überhaupt. Na, und auf der anderen Seite würde ich ganz gerne mit der Burg für Graf Sau anfangen. Ne? Ich denke mal, das muss einfach sein. Ne? Ich weiß gar nicht, wo ist denn der momentan? Lass doch mal gucken. Wo haben wir den denn? Graf Sau, wo ist er? Graf Sau, wo ist er? Zeige er sich. Köhler. Habe ich ihn... Sorry. Habe ich ihn etwa in einem der dreckigsten Jobs... die es auf dieser Karte zu vergeben gibt, reingeballert. Ja, habe ich das? Es tut mir aber leid. Ne? Ich sage ja, da müssen wir was ändern. Ne? Und deswegen würde ich vorschlagen, dass wir auch jetzt dann schon mal die Vorbereitungen dazu treffen. Und das bedeutet, dass wir unbedingt natürlich Steine heranschaffen müssen. Wir müssen eine eigene Bauhütte bauen. Und wir müssen... ja, so ein bisschen ein Lager aufbauen, wo wir die ganzen Steine reinhauen. Und ja, das ist so das, was so ansteht. Und das Zweite wäre eigentlich im Prinzip, dass wir ja die Schatzkammern erhöhen. Dazu müssen wir Schatzkammern anlegen, weil wenn wir den Handel erhöhen, kommt natürlich Profit. Und wenn Profit kommt, platzt uns das hier alles irgendwann aus den Nähten. Und deswegen hätte ich gesagt, machen wir das. Ach ja, das ist nur die Überlegung, ob ich die Schatzkammer nicht irgendwie damit reinfriemeln kann. Könnte aber schwierig werden, denke ich mal. Ich weiß nicht, ob sich das so gut macht, wenn wir da ein paar Häuser hinstellen und die als Treasures irgendwie... Ja, ich weiß nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Lass mal kicken. Gut. Hier von dem Platz wollte ich ja eigentlich ursprünglich ein bisschen Geflügelzucht anlegen etc. Co. Da rutsche ich jetzt aber mal davon ab, weil ich denke, wir werden den Platz hier unten brauchen für das Lager und für alles Weitere. Und hier oben soll dann eigentlich die Burg, die soll da oben entstehen, gell? Dass wir einen feschen Blick übers Land haben. Hier oben. Da oben. Obwohl, ich kann das auch hier oben platzieren. Wir machen uns jetzt erstmal hier eine kleine Aladdin irgendwo hin. Wo es nicht auffällt. Außerhalb des Territoriums. Da müssen wir Land kaufen. Ne? Da müssen wir Land kaufen. Oh, das ist wieder so dämlich aufgeteilt. Boah. Ja, obwohl. Das geht schon. Okay, das gehört mir. Das kaufen wir. Und das kaufen wir auch. So, jetzt müsste es kleben. Gehen. Kleben. Kleben tut es nicht. So, wo packe ich mir den hin? Dass ich den auch immer wieder finde. Jetzt bist du wieder außerhalb des Territoriums oder was? Ne? War ja klar. Da gibt es ja was zu holen. Ne? Oh Mann, ey, ich sag dir. Wo setze ich mir das Ding hin? Wisst ihr was? Mach mal da unten, dann brauche ich da bloß einmal runterfahren, dann wieder hochfahren, dann geht er schon. Dann ballern wir das doch mal hier mit irgendwo hin. Da, guck mal. Denkt mal bitte dran, dass das da ist. So. Speicher. Spiel. Das Spiel speichert. Dann hauen wir uns mal hier alles frei. Dass ich ungefähr mal so ein... Oh Gott, ist das klein.
dass ich ungefähr mal so einen Eindruck davon bekomme, warte mal, wo ist der Berg? Hier. Dann fange ich doch mal hier an und rode mal wild vor mich hin. So. Dann lassen wir mal die Maus glühen hier. So. Reicht uns das schon? Soll nur eine kleine Burg werden, also nichts Großartiges. Aber man weiß ja nie, ne? Wie das wieder ausartet. No. So. Dann machen wir das doch bis hier vorne weg. Das auch. Das müsste reichen vom Platz her. Ja, komm. Das reicht. So, jetzt geht's um den Weg. Mache ich den Weg jetzt hier entlang hoch? Was bietet denn sich da eigentlich an? Oder gehen wir hier hoch? Ich würde schon hier sagen, dass wir hier so reingeschlängelt und dann da hochgehen. Das macht, glaube ich, mehr Sinn. Das bedeutet, wir werden uns hier mal ein paar Bäumchen wegschnabulieren. Zack. Und dann gehen wir schon mal gleich in die Richtung. Und dann machen wir hier schön mal Platz. So. 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 Und so. Ja, komm. Der auch noch. Das sollte gehen. Das sollte gehen. Dann machen wir hier mal. Hallo? Puh, dachte schon. Ich dachte schon. So. Da haben wir das schon mal hier freigelegt. Kleiner Blick mal. Musste mich mal ganz kurz räuspern. Und jetzt werde ich denen versuchen, hier schon mal den Weg so schwer wie nur möglich machen. Indem wir hier einfach mal zumachen. Die Hecke hilft mir da, glaube ich, weniger. Ich bräuchte eigentlich... Nein. Zip. Machen wir es mal so rum. Vielleicht geht's. Ja. So, machen wir nämlich hier mal zu. So, dass die nicht auf doofe Gedanken kommen. So. Und dann müssen wir hier schon mal die Kurve kriegen. Das bedeutet, wir werden uns hier einen Düppel reinhauen. Und das dann hier so rüberziehen. So, an dem Baum vorbei. Einmal so. Hier noch einen Düppel rein. Einmal so. Das passt. Und dann... Hätte ich fast gesagt, werden wir hier anlegen. Falsch rum. Okay. Ich muss also von da oben anfangen. Bum, 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 bum. Also von hier. Ich werde es jetzt erstmal anlegen, nur damit die nicht irgendwie doof in der Gegend rumlatschen. Und das werden wir dann sowieso alles ein bisschen anders machen. Alles ein bisschen anders. Erstmal grob skizzieren. Und dann kriegen wir da... schon einigermaßen was hin. So. Zack. So, dann wäre der Weg da oben schon mal eingekastelt. Jetzt hoffe ich nur, dass sie nicht hier rumlatschen. Das bedeutet... Warum haben die jetzt eigentlich da hinten das Ding gebaut? Ach, ich habe noch... ich weiß, was ich vergessen habe. Jeffrey wird wahrscheinlich schon wieder sämtliche Tischkanten durchgebissen haben. Aber ich habe vergessen, da jemanden einzustellen, der das da auch macht. Ne? Leibeigner. Ja, das bräuchte ich eigentlich nicht hier. Bürger. Oh. Da brauchen wir ja einen Bürger. Da brauchen wir ja Luxus. Und ein Bürgerhaus. Hey, der Zacken, das ist aber doof. Hm. Wo kriege ich jetzt dann ein Bürgerhaus hin? Können wir das hier nicht so schräg mit ranbauen? Geht das nicht? Kann man das nicht machen? Das muss doch gehen, oder? Lass mir das hier so anbauen. Da muss ich mal... Muss ich mal den Baum wegnehmen. Habe ich hier hinten irgendwo... Warte mal, ich habe doch hier irgendwo... Wo ist denn jetzt die Kirche?
Hallo? Kirche? Hatte ich hier nicht mal eine Kirche? Natürlich hier. Und da ist er doch. Blapp. Das ist ein Wimmelbild. Wie beim Wimmelbild. So, dann wollen wir mal. Machen wir hier mal ganz kurz frei. Ja, guck mal. Das geht doch. Ja, so drehen kriegen wir alle drei. Zack. Und zack. Und dich nehme ich auch noch weg. Das passt. So, und dann machen wir hier mit Zaun machen wir eine Lücke. So. Ja, das sollte doch klappen. Und dann brauche ich ein Bürgerlein-Häuselein. Da holen wir uns dann mein... Was meinen dann? Ne, dann nehmen wir mal die Res. Weil die schmalen Dinger, die passen mir da, glaube ich, nicht so wirklich hin. So. Bild eine Funktion. Citizen House. Und wir machen uns hier eine kleine Putze hin. Eine kleine, feine Putze. So. So ist doch gut. So. Ich mache es ein bisschen weiter weg, dann können wir eventuell da noch ein bisschen Deko platzieren irgendwann. Aber jetzt erstmal will ich das hier auf die Schnelle mal hinter mich bringen. So, drei Leute da rein. Und dann läuft das. Da müssen wir mal warten, bis das da hingedübelt worden ist. Jo, dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Und sie kommen und bauen und machen und tun. Dubidu. So ist das schön. So ist das schön. Jawohl, guck hin. Schon fertig. Ging doch rasend schnell. So, dann hat er hier seine kleine Hütte. Steine liegen auch schon rum. Das passt alles. So, jetzt brauchen wir Luxus. Den Luxus werden wir uns einkaufen müssen. Lagerung, Handel. Handel, Handel, Handel. Ressourcen. Was kauft man denn? Ich würde vorschlagen, dass wir Kräuter einkaufen. Warte mal. Was kosten uns das Spassen? Wo haben wir denn? Honig könnte man kaufen, kostet 8. Kräuter kosten 4. Ich würde vorschlagen, wir kaufen Kräuter. Weil wir ja geizig sind. Gut. Das machen wir. Kräuter, 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 fein. Da haben wir die Kräuter. So, ich würde sagen, wir kaufen immer, dass 50 da sind. So. Das passt schon mal. Ja. Und dann muss ich aber irgendwo die Kräuter einlagern, ne? Habe ich hier noch? Nee. Nee, habe ich nicht. Habe ich nicht. Machen wir wieder zu. Dann machen wir hier auf. Hier müsst ihr doch eigentlich noch Zeug reinkriegen, oder? Ja, guck mal. Kräuter. Machen wir einen Platz Kräuter. Und wir werden uns direkt vor seiner Tür einen Kräuterkarren packen. Einen kleinen Kräuterkarren. Kriegen wir den am besten hin, ohne dass er stört. Am besten hier in die Ecke. Na. Ja. So. Kann ich da noch mehr haben? Wollen? Können? Dürfen? So. Aber wir haben hier nur die Dinger, ne? Die gehen gar nicht. Okay. Die nicht. Die nicht. Ja, aber ist ja auch ein Luxusartikel, ne? Deswegen würde ich vorschlagen, wir nehmen hier ein bisschen extravaganter. Zack. Machen wir hier einen hin. White Black. Ne, irgendwas mit Grün. White Green? White Green? Nehmen wir mal White Green, ne? So. Luxury. Oh. Dann wird hier aber alles grün da. So, wo baller ich den jetzt hin? So. Komm, stell mal so hin. So,
Den stellen wir da hin. Ah, warte mal, das ist das Haus vom Nikolaus. Dann haben wir hier Luxus. Okay, bauen. Dann hier Kräuter rein. Haben wir schon? Haben wir schon gekriegt? 10 Stück, okay. Dann einen Marktschreier. Das passt. Und dann fliegen wir mal hier rüber. Okay, dann brauche ich einen, den ich zum Bürger mache. Lass mal gucken. Beruf, arbeitslos. So. Adelaide. Da hier, guck mal. Der Benoist. Den jubeln wir jetzt mal einmal hoch. Zack, ist er Gemeiner und zack, ist er Bürger. So, was braucht er noch? Waren, 2 von 2. Müssten wir haben, oder? Nee, wir haben nur gewöhnliche Kleidung, ne? Mhm. Gut, gut. Also gut. Ist ja nicht so schlimm. Wir müssen dann halt mal ein bisschen Geld in die Hand nehmen. Es widerstrebt mir zwar unglaublich, aber gut. So, Kerzen kosten 12. Alter, Haushaltswaren kosten 32. Tacken. Bist du Nash? Bist du Nash? Ist er denn Nash? Heidewitzka. Na gut. Es werden Kerzen. Boah. Die ballern ganz schön rein, ey. Boah. Na gut. Na gut. Kerzen. Oh, das tut mir richtig weh. Das tut mir richtig weh. Heidewitzka. Boah. Okay. Dann das mal weg. Hä, wo hatten wir jetzt 2 Waren hier? Haben wir schon Haus? Wir haben doch noch keine Haushaltswaren. Oh, Möbel! Er könnte sich ja Möbel kaufen. Das haben wir ja ganz vergessen. So, Bürgerlein. Habe ich dich da schon rein? Nee. So, jetzt haben wir ihn. Jetzt läuft die Geschichte. Okay. Na gut. Na gut. Dann hätten wir das erstmal provisorisch abgeschlossen. Lass ich die Kerzen oder? Lass ich die Kerzen? Warte mal, wir machen mal. Nee. Dann soll er sich Möbel kaufen. Dann soll er sich halt Möbel kaufen. Mein Gott. Kerzen. Das machen wir hier mal weg. So. No. Haben wir das mal gestoppt. Okay. Ist der da eingezogen? Wo ist denn der? Hä? Hab ich schon Bürgerhäuser gehabt? Und der ist irgendwo anders eingezogen? Kann das sein? Man verliert so leicht den Überblick. So. Lass mal kicken. Zack. 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 Und wo wohnst du? Ja. Was ist jetzt da was? Hm. Kann ich wieder gucken, ne? Bürgerhäuser. Tatsache. Hä? Sind das alles jetzt Bürgerhäuser? Warum haben wir so viele Bürger dann? Wohnhausbewohner? Achso, wir hatten ja schon wegen den... Ja. Okay. So, du fliegst hier raus. Ich habe dir extra eine schöne Butze gebaut. Mann. Zack, 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 zack. Zack. Na, guck mal hin. Haben wir gleich mal den Handel verbessert. Ah ne, wir können den verbessern. Alle restaurieren und Pilger anzuziehen, bla bla bla. Was wollen die haben? Ach komm, locker.
Locker. Locker. So. Taugt. So. Ja, ich weiß, du bist vertrieben, aber du hast doch garantiert Lust, in deinem eigenen Häuslein zu wohnen. Kannst mir nicht erklären, dass es nicht so ist. Ja. Ich brauche einen Kaffee. Ich brauche einen Kaffee. Ist immer echt schwierig, in diesen 30-Minuten-Folgen da irgendwie was gescheit reinzupacken. Aber leider, leider geht's nicht, aber der Urlaub kommt ja und dann habe ich auch wieder ein bisschen mehr Zeit. So, gut, guck mal hin. Das haben wir jetzt soweit geschafft. Ich würde vorschlagen, wir werden am Fuße des Berges, also sprich hier, werden wir die Tore öffnen. Indem wir hier mal aufmachen und das hier wegmachen. So, und dann haben wir hier Platz. Da kann ich mich... Ach, hat er jetzt sein Ding gebaut? Ja, guck, da ist er noch. Sehr schön. Und schon hat er nichts mehr zu tun. Der Bub. Gut. Also, was wir auf jeden Fall brauchen werden, ist ein Brunnen. Das ist schon mal... Ne? Das ist Gesetz. Bru. Und den setzen wir uns mal hier so rein. Warte mal, bevor ich den jetzt setze... Lass mich erstmal was gucken. Naja, doch, das geht. Wir sind hier relativ gerade. Das ist kein Problem. Sonst hätte ich nämlich mit der Terrain-Mod ein bisschen nachhelfen müssen. So, wir packen ihm hier mal einen Brunnen hin. Und dann können wir jetzt gleich mal testen, wie die latschen. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Die werden garantiert wieder alles machen, aber nicht das, was ich will. Oder? Doch, funktioniert. Es funktioniert. Da ist er doch schon. Sehr schön. Sehr, 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 sehr schön. Und dann werden wir uns nämlich hier mal ein Lager hinbauen. Plump. 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 Oh, warte mal, bevor ich das mache, werden wir uns natürlich jetzt hier noch... das hinbauen. So. Wir brauchen leibeigene, geringe Dichte, hohe Dichte. Machen wir mal hohe Dichte, oder? Dann haben wir die Häuser, von denen haben wir noch gar nichts genommen, ne? Das passt. Das da. Das da. Ist mit dem? Ich glaube, wir nehmen eher sowas in der Richtung, aber ich würde es gerne mit Stein bauen. Lasst uns das mal mit Stein bauen. So. Dann haben wir das so. Das können wir dann hier so hinsetzen. So, hier so. Da so. Zack. Ja, das passt. Gut. Kann ich da noch irgendwas hinmachen? Hier könnte ich hinmachen. Dann machen wir das doch dahin. So. Und ansonsten würde ich sagen, machen wir da noch eine Dachgaube hin? Ja. Kriegen die noch eine Dachgaube? Einen schornigen Stein haben sie schon. Obwohl, wir könnten da drüben noch einen hinsetzen. Hier. Hier noch einen hin. Und dann kann man das erstmal so lassen. So. Dann, bevor die das da aber bauen, werden wir uns hier mal den Zaun schnappen. Schnappi, 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 schnapp. So. Und hier einmal links und rechts dübeln und der Teil fliegt raus. Jawohl. Ja, so kann man das bauen. Das ist okay. Das ist okay. Das passt. Das passt doch schon mal ganz gut. Ja, dann kriegen wir doch unsere kleine Geflügelfarm eventuell hier noch mit hin. Das ist okay. Das ist okay. Das ist okay. Der Brunnen ist gebaut. Fallali und Fallala. Gut, das nächste, was wir dann anbauen werden, ist das Lager. Dann die Bauhütte.
Dann werden wir das Lager mit Steinen und Blöcken mal auffüllen. Und dann können wir eigentlich dann loslegen mit der Burg. Mit der burgigen Burg. Hätte ich gesagt. So, wie ist denn das? Hier ist halt weit und breit kein Markt. Ne? Die sind halt doch wohl. Die können ja den Markt nutzen. Das ist dann okay. Das ist okay. Das ist okay. Jetzt warten wir mal, dass da was passiert. Obwohl, ich könnte das Lager eigentlich schon mal da drüben hinsetzen. So. Nehmen wir hier mein Lager hin. Und das machen wir dann groß. Ein großes Lager. So, das setzen wir uns dann hier so hin. Ein bisschen Chips vielleicht sogar. Bisschen neckisch. Ein bisschen neckisch Chips. Das passt. Und bauen. So. Dann müsste das funktionieren. Dann kommt nebendran noch die Bauhütte. Und dann sollte das einigermaßen schön ausschauen. Habe ich mal so die Hoffnung. Und die Hoffnung stirbt zuletzt. So, erstmal hier Bäumchen fällen, genau. Das Holz kann dann gleich verwertet werden. Das ist doch prima. Das ist doch prima. So, Häuschen ist gebaut. Zack, wie viel kriegen wir hier rein? 6 Leute. Das sollte reichen. Das sollte reichen. Dup-di-du, dup-di-du. Dup-di-du. Ich finde die Häuser echt schön. Finde ich echt nice gemacht. Das schaut gut aus. Na komm. Jetzt baut's mal null das Lager da hin. Kruzifix. Was wollte ich denn hier machen? Standort des Monuments. Welches Monument? Ach, ich hatte ja schon mal ein Lager ausgewählt. Wer bist denn du? Doch. Brauchen wir jetzt so in der Form nicht mehr. Jetzt so, jetzt sehe ich schon mal hier und dann kann ich doch jetzt hier die Bauhütte. Die ist dann so. Aber die würde ich jetzt hier so dran bippen. Bippen doch. So. So. So dran gebippt. Steht ein bisschen am Hang, ne? Die steht ein bisschen am Hang. Das ist mir ein bisschen zu gefährlich. Deswegen werden wir uns immer hier die Dekoration schnappen und hier hinsetzen. So. Und dann werden wir einfach mal. Diesmal nehmen wir mal den Sand. Also Erde. Erde runter Stein. Oder machen wir gerade die Erde. So, und dann machen wir hier eine kleine Terrasse hin. Mehr brauche ich nicht. Darf auch gar nicht mehr sein. Guck mal, als wie ausgerechnet, ey. Wie ausgerechnet. Ich bin fasziniert. So, ein bisschen höher. So. Ja. So passt das. So passt das. Dann noch eine Treppe dahin, damit die da auch hochkommen. Snapp du nicht? Magst nicht? Magst nicht schnappen? Ja, dann setzt sie die halt da hin. So. So setze ich die da hin. Und dann fahre ich die Navi. So. Geh, guck. So schaut's da gut aus. So können wir es lassen. So, gebaut. Und dann setzen wir uns da die Hütte drauf. So, diesmal so. Einfach mal. Mal was können. Setzen wir uns da eine Hütte drauf. So. Okay, das passt. Dann einmal gebaut, bitte. So, und die haben doch jetzt eigentlich gar keine andere Möglichkeit, als über die Treppe zu laufen. Jetzt bin ich mal gespannt.
Jetzt bin ich mal gespannt. So, hier können wir schon mal behauene Steine. Wir nehmen erstmal, warte mal, wir machen mal zwei Steine. Zwei behauen. Und hier machen wir mal Bretter. Bretter. Und dann eventuell noch Holz, ne? So. Okay, da brauchen wir ja allein schon vier Träger. Ich glaube, wir brauchen hier noch ein zweites Häuschen. Dann machen wir das, oder? Lasst uns mal hier gucken. Dann nehmen wir einfach mal ein ganz, ganz simples. Das setzen wir uns hier noch so mit rein. So. Haben wir hier eine kleine Mini-Ansiedlung. So. Dann schaut die schon mal ganz gut aus. Dann schaut die Hütte schon mal ganz gut aus. Das wäre fein, das wäre fein. So machen wir das. Na, guck mal hin. Es integriert sich eigentlich auch ganz gut hier, finde ich. Gut, Kinders, dann würde ich an der Stelle sagen, wünsche ich euch einen wunderschönen restlichen Dienstagabend. Was macht sie da? Achso, ja. Restlichen Dienstagabend. Ich blende mal hier alles aus. Und dann machen wir hier mal die Pause rein. So, zum Glücklichsein. Und dann muss ich das noch ein bisschen schöner einfangen. Hier so. Genau. Also, ich wünsche euch einen wunderschönen restlichen Dienstagabend. Wir sehen uns am Donnerstag wieder. Ne? Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Ne? In Sachen die Burg von Graf Sau. Also, ich wünsche euch bis dahin was. Tschüss!